bezaubernd ist sie heute wieder. Auch du, mit geschlossenen Augen, hört sie ergriffen. Auch dieser Schweigspötter, ihren strahlenden Hoffnen, hört sie meine Verse, geb ich entschieden den Vorzug. Auch du, ich leugne es nicht. Da sind wir also. Verliebte Feinde, freundliche Gegner, Wort oder Tod, sie wird es entscheiden. Prima la musica, dopo le parole. Ein gewahrter Vergleich. Bei sanfter Musik schläft sich's am besten. In solchen Händen liegt unser Schicksal. Was wollt ihr? Ohne mich sind eure Werke totes Papier. Mit dir sind ihre Autoren gefesselte Sklaven. Meine schöne Dekor, müde Kulissen, mein Künstler malt für des Königs Oper. Da kann ich den Ritter Gluck nur bedauern, der unsere klassische Iphigenie mit seiner gelehrten Musik überschüttet. Die prophetische Nachfolger des großen Kornett. Eine Melodie behält man, kein Wort versteht man im Tumult des Orchesters. Seine Töne ergreifen dramatisch sein Atem, endlose Proben, monatelang. Und dann folgt der Durchfall des Dramaheroik. Das Publikum teilt sich in feindliche Lager. Erregung der Geister. Probleme. Reformen, hört mir doch auf! Überfüllt das Theater! Es lachen nur ausverkaufte Häuser! Reise Mode, Mode, die große Gesellschaft, sie sitzt in den Logen, gähnt, gelangweilt und schwatzt. Sie beachtet allein die Pracht der Dekor und wartet voll Ungeduld auf die hohen Töne des beliebten Tenors. Es bleibt alles beim Alten, wie bei den Opern Lulus und Rameaus. Nichts übertrifft die italienische Oper. Ihren schlechten Text, ihre gute Musik, man lauscht voll Rührung im Zauber der Arie. Bewundern voll Staunen die Kunst der Sänger, die Opera Buffa, ganz im Besonderen
Maestro Piccini versteht seine Kunst. Sie wird von Arm und Reich verstanden, sie unterhält und ergötzt auch den einfachen Mann. Höheres gilt es als Zeitvertreib, so wenig Verständnis, einfach Mann wie du. Gestern traf ich den alten Goldoni, er saß verstimmt im Café de Foire. Eure Opern sind schrecklich, rief er mir zu, für die Augen ein Paradies, für die Ohren eine Hölle. Vergebens wartet man auf die Arien, sie klingen alle wie Rezitative. Was soll uns das Urteil des Venezianers? Er schreibt für sein Volk. Gondola, Gondola! Er lässt Gewürz, Creme und Seifenzieher auftreten. Wie steht es bei uns? In fernste Druidenvergangenheit tauchen unsere Dichter zu Türken und Persern, den Propheten der Bibel. Schweift ihre Fantasie? Wie soll das bewegen? Das Volk bleibt kalt und wendet sich ab. Es will auf der Bühne leibhaftige Menschen von Fleisch und Blut und nicht Phantome. Du spielst für die Menge. Deine Truppe bevorzugt Leichtwertgeschwänke. Wir spielen nur Gutes. Ein geistreiches, heiteres Vaudeville oder eine Opera buffa voll sprudelnder Laune. In der Komödie weibliche Grazie zum Entzücken der älteren Kavaliere. Eine schöne Heroine hast auch du nicht verschmäht. Schön ist Glamour, das weiß ihr am besten. Vorbei, vorbei. Eure zarte Beziehung scheint stark geschäft. Doch immer bewundere ich ihr reiches Talent. Bald wird der Graf nicht nur dieses bewundern. Zur heutigen Probe wird sie erwartet. Er wird mit ihr spielen. Er will es versuchen. Getragen von der Gewalt einer Ferse. Doch still, die Gräfin erhebt sich, noch sichtlich bewegt von deiner Musik. War sie wirklich so schön? Schade, schade, ich habe sie verschlafen. Verträumt ihr Augen? Eine zückendes Lächeln umspielt ihre Lippen. Eine bedeutende Frau, voll Geist und Charme, jung, streng. Sie kommen schnell dort in den Saal, die Bühne zu ordnen und alles zur Probe vorzubereiten. Jetzt beginnt meine Arbeit. Regie, versteh, das ist mein Metier. Regie, die Lösung, Regie, das Geheimnis. Sprechende Geste, mimischer Ausdruck. Geist bleibt kalt. Der gefürchtete Kritiker, der
Mutter liebt seine Stimme. Du liebst Musik. Wie gefällt dir Flamme? Den heiteren Kumpelmannig. Du weißt, dass er so flüchtig verrückt, wie sein leichtfertiges Spiel. Bravo, es geht doll. Macht sich nicht für mich. Tanz ein Drama, in dem ich die Rolle des Liebhabers spiele. Als feuriger Schwärmer.
Oder schließlich, und schließlich ein Opus aus meiner Werkstatt. Wahrscheinlich wieder ein dramatisiertes Proverb mit eingelegten Arietten und Couplets. Nein, keineswegs. Eine große Aktion theatrale meiner gesamten Truppe. Ein Huldigungsfestspiel. Ich will nichts verraten über Inhalt und Titel. Ein düsteres Geheimnis. Die erhabensten Bilder, das schönste Ballett. Auch Sänger der italienischen Oper werden Sie diesmal hören. Stimmen, Frau Gräfin, Sie werden staunen. Ihre Perlenläufe, Ihre hohen Triller, beste Los und Dünne, ein strahlender Glanz. Musik nur als Vorwand, so spricht nur der Neid, der Erfolg entscheidend. Aber ich verse, wer zu begrüßen, sie ist doch gekommen. Das erreicht die berühmte Tronade. Das Erlebnis eines Witwosen drängt. Könnte sie auch singen, wäre sie unwiderstehlich. Ihr Danke, den Bogen ins Priesterin, die göttliche Klärung. Wie oft habe ich euch auf der Bühne bewundert. Andromache, Phaedra, Medea, Roxana. An meine Spur gebunden. Der Weg, der euch herangebracht, ist er so leicht zurückgefunden? Dies Auge, das auf mir geruht, in glückerfülltem, stillen Feuer, sprüht blitzeschnell vor Übermut nach unruhvollem Abenteuer. Ich gehe, doch da ich gehen muss, den Feind im Streite zu erreichen, entbiete ich euch zum Abschiedsgruß der ungeteilten Treuezeichen. Der Seele Glut zum sichern Pfand, ein liebend Herz zum Angebinde. Und wahre Kopf mir nur und Hand, das schnell und stark ich überwinde. Doch bunt Welt bewegt und groß, entrückt euch abgelebten Zeiten. O Göttin, nur in euren Schoß wird Kampf und Sieg mich heimgeleiten. Wie rasch nach anderem ihr verlangt. Begier ist Nahrung dem Vergessen. Vor dem, wonach ihr Sehnen bangt, verblasst, was liebend ihr besessen. Welch bangen Sehnen, welch Begehren, verglimmte nicht im Flammenschein, den ihr entfacht. Das sollt ihr schwören.
und lass des Schwurs mich Zeuge sein. Kein anderes, das mir so im Herzen lohnt. Nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde, kein anderes, das ich so wie dich begehrte. Und käm von Venus mir ein Angebot. Dein Auge beut mir himmlisch süße Not. Und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte, ein anderer Wonne mir und Lust gewährte, zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und trüg ich's fünfmal 100.000 Jahre, erhielte außer dir, du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Bravo, bravo, Sie sind wirklich kein Laie. Ich bin fest entschlossen zu Ihrem theatralischen Talent in der Beziehung zu treten. Hier, nimm das Drama und setz es in Szene. Bestimm unseren Auftritt. Der Saal ist hell erleuchtet, folgt mir, ihr Freunde. Du bleibst, mein zart Gefühl, verbietet mir, dem Autor zu erlauben, bei der szenischen Einrichtung seines Stückes zugegen zu sein. Harre und vertraue! Und ohne Fessel sei das Walten meiner Fantasie. Mein lieber Larouche, du bist ein Genie. Kein anderes, das mir so im Herzen lohnt. Nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde. Kein anderes, das ich so wie dich begehrte und käm von Venus mir ein Angebot. Eine schöne Methode, die angeredete Person nach Belieben zu vertauschen. Dein Auge beut mir himmlisch süße Not. Und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte, ein anderer Wonne mir und Lust gewährte, zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und trüg ich's 50.000 Jahre, erhielt außer dir, du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Durch neue Adern müsst mein Blut ich gießen, in meinem voll von dir zu überfließen. Wunderbar besteht es im Boden, doch wie grausam geht ihr mit ihm um. Ihr gebt es Fremden ohne Preis und verlangt, dass ich Zutrauen zu ihm gewinne. Ach, man sollte Lebensschwüre nicht öffentlich vortragen. Finden Sie nicht auch, Flamand? Seine Verse sind voll vollendeter Schönheit. Schon höre ich sie als Musik. Ist doch Musik eine Sache der Inspiration? Mein Sonett, mein schönes Sonett. Stören Sie ihn nicht. Was kann er Böses tun? Schrecklich, ich fürchte, er komponiert mich. Ist das so schlimm? Wartet doch. Neue Entstellung, er zerstört meine Verse. Vielleicht schenkt er ihnen höheres Leben. Ein schönes Gedicht.
dicht mit Musik übergossen. So voller Besorgnis haben eure Verse jetzt in dem Augenblick meine Prosa verstummt. Ihr wisst, dass ich glühe. Herzlich begrüßen. Immer Geduld, niemals Erfüllung. Hoffnung ist süß, Bewährung vergänglich. So darf ich hoffen, soll nicht fürchten. Jegliches Fallen und oft stehende Bewegung soll es beschleunigen. Zwei Schläge sind dann lieb.
schenkt neue
jenem Nachmittag, als ihr eintratet in eure Bibliothek. Ihr saht mich nicht. Ein Buch nahmt ihr in eure schöne versteckt in einem Winkel, lautlos hielt den Atem an und wagte nicht, mich zu regen. Seite um Seite sah ich euch lesen.
himmlischer Begegnung. Sie ist reizend, bezaubert. Ruf nicht, es gefällt mir. Sie lobte meinen Vortrag, war für mein Spiel begeisterte Worte. Er fühlt sich bewundert und gibt sich gefangen. Eine süße Schalmei, die die Worte der Schmeichler zu nehmen geneigt, die uns bewundern, glauben oft, wir zu lehren. Die wir bewundern. Ein klarer Geist erkennt, beurteilt den Preis aller Dinge. Bitte nicht so teuer, gescheiter Bruder. So traust du mir zu, im Spiel der Gefühle den Kopf zu verlieren. Wenn man verliebt ist, so urteilt das Herz. Torheit wirst du widerstehen, vor Preis und Schönheit so strahlend regieren. So den Anlass. Die Huldigung des Dichters. Das Sonett aus dem Drama. Er trug es mir vor. Es bewegte dein Herz. Nicht sehr. So ließ es dich kalt. Nicht mehr. Hör doch nur, seit ihr verflammt. Seit ihr es komponiert. Wie er hat das Sonett komponiert. Zum Entsetzen des Dichters. Und was sagt Olivier? Er schien verdrießlich, dann wurde er nachdenklich. Er war sichtlich bewegt, verblüfft, jedenfalls. Und die beiden vereint. Wir stürmen in uns. Was soll daraus werden? Eine Oper, charmant meine Schwester als Muse. Erspare dein Spotten, triff du, lieber Bruder, deine Wort. Wort und Tod, ich bleibe beim Wort. Viel Glück bei Clairant. Venus und Minerva. Die Probe ist aus, wir wechseln das Zeitalter. Verwandeln uns aus sagenhaften Gestalten in Menschen, die nach den Gesetzen des Salons ihre Rollen spielen. Nicht immer dankbare Rollen. Hängt das nicht sehr von den Stichworten ab? Waren Sie mit Ihrem Partner zufrieden? Zeigte es Esprit und Theatertalent? Denken Sie, dessen Plan war eingeschlafen. Mein schlechtes Zeichen für dein Drama. Dein Souffleur schläft immer. Und der Graf deklamierte weiter voll Bravour. Und ohne auf seine Rolle zu fallen, ein seltener Fall von Geistesgegenwart. Dürfen wir hoffen, dass sie den heutigen Abend mit uns verbringen. Leider muss ich zurück nach Paris. Morgen ist großes Fest in Paris. Wir spielen den Tanzbrett des Herrn Voltaire. Ich habe noch fleißig zu memorieren. Wie Sie gesehen haben, kann der Souffleur auch einschlafen. Fast wären wir in einem Mozart von Versen ertrunken. Eine Tasse Schokolade wird uns erquicken. Und nun, verehrte Frau Gräfin, während wir nach den Anordnungen Ihrer Regie diese Schokolade schürfen, eine kleine Abwechslung für Auge und Ohr. Einen
Ketzerin?
selbst entzückt und begeistert mich. So wie das Denken unser Geist los vom Körper löst und uns in eine leere Welt versetzt, so überwindet der Tanz die Erdenstirne. Der Körper scheint zu schweben, begleitet von bewegenden Tönen. Und hier, lieber Freund Flamor, müssen Sie gestehen, ist Ihre Kunst nicht die Herrscherin, sondern nur eine allerdings köstliche Beigabe. Ein bezaubernder Irrtum, ohne Musik würde es niemand. Das Rhythmus ihm unterworfen seit ewiger Zeit. Deiner Verse Maß ist ein weit stärkerer Zwang. Freischaltet in ihm des Dichters Gedanke. Wer zieht da die Grenze zwischen Form und Gehalt? In irdischer Form ein unfassbar höheres Musik. Sie erhebt sich in Sphären, in die der Gedanke nicht dringt. Nicht in unfassbaren Klängen, in klarer Sprache forme ich meine Gedanken. Dies ist der Musik für immer verwirrt. Mein Gedanke ist die Melodie, sie kündet Tieferes, ein Unaussprechliches in einem Akkord erlebt. Im Bereich meiner Bühne dienen sie alle. Schon sind wir inmitten der Diskussion über das Streitthema unserer Tage. Musik ist eine erhabene Kunst, nur unwillig dient sie dem Trug des Theaters. Nicht Trug, die Bühne enthüllt uns das Geheimnis der Wirklichkeit, wie in einem Reiskultur und Musik. Und wo wär eure Sprache? Was sind eure Töne? Ohne Deklamation und Gesang, ohne die Darstellung durch den Akteur, den Zauber seiner Persönlichkeit, ohne sein Kostüm, ohne seine Maske. Jawohl. Ihr überschätzt euren Schrei. Ganz recht. Der dichtende Geist ist der Spiegel der Welt. Poesie die Mutter aller Künste. Musik ist die Wurzel, der alles entweht. Die Klänge der Natur singen das Liebenlied allen Künsten. Die Sprache des Menschen allein ist der Boden, dem sie entsprießen. Der Schmerzensschrei ging der Sprache voraus. Doch das Leid zu deuten vermag sie allein. Der wirkliche Tiefe des Tragischen kann nur die Dichtkunst Ausdruck verleihen. Wie kann sie sich in Tönen offenbaren? Noch einen Schritt und wir stehen vor dem Abgrund. Schon stehen wir der Oper Augen auf gegenüber. Ein schwerer Abgrund, ich mag es zu sagen. Etwas erfand mich dieses Geschöpf aus Tönen und Worten. Und Rezitativen, und Rezitativen, Komponist. Schrecklich, ist ein absurdes Ding.
Politik im Duett verhandelt. Am Tanz zu mein Grab und durch Stiche werde melodisch verabreicht. Ich könnte mich damit befreunden, dass man in der gib uns eine Probe deiner dienenden Kunst.
schöner Cantilene werden einem die Worte völlig gleichgültig. Es bleibt immerhin eine Kunst, auf eine heitere Melodie so großen Schmerz auszudrücken. Diese Kunst hat einen Vorzug. Wir fühlen uns trotz des grausamen Vorgangs angenehm getröstet. Quando geheimnisvollen Pläne. Wir lechzen danach, endlich etwas zu erfahren. Das Festspiel, die grandiose Azione Theatrale meiner gesamten Truppe hat zwei Teile. Da ist zuerst die Darstellung einer erhabenen Allegorie. Die Geburt der Pallas Athene. Zeus wird sie geboren. Wie das? So erzählt die Legende. Nachdem er mit Metis das Kind gezeugt, verschlang er die Mutter. Wie? Er hat sie verschluckt. 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 Er schlingt sie hinunter wie ein Hecht, die zarte Geliebte. Aus Liebe. Wie zärtlich. Aus Hunger, aus Angst vor Jugend wächst die Tochter. Die Geliebte versteckt vor der eifersüchtigen Gattin. Kurioses Mittel, seine Seitensprünge zu verbergen. Als Kind seines Geistes steigt sie empor. Empor aus dem Haupte des Gottes. Und Zeus voller Rüste. Ihm ist wohl kühlende Grüße. Ein solcher Entbindung.
ein was sie lachen, was er schlecht lachen. Was ist das? Das sind ganz im Dach, das ist großartig, immer ich glaube, die kommen euch nicht mehr weg. Ich weiß, wie die Mühlen und Blut der Fremden erfüllt sind. In voller Macht ist es so schick, ich sehe es nicht. Ich bin so schön, sei still, ich bin sehr, sehr schön, ich bin aus einer
köstliches Theater. Was gibt euch ein Recht, so überheblich zu sprechen und mich zu schmähen? Den wissenden Fachmann, euch, die ihr noch nichts für das Theater geleistet, eine Verse in Ehren, wenn Klerosi spricht, aber die magre Handlung deiner Dramen, ihr dramatischer Aufbau, sehr bedürftig meiner sinnischen Hilfe, deine kleinen Ensembles für Streichinstrumente, graziöse Kammermusik, sie entzückt den Salon. Die heutige hab ich leider verschlafen. Elegische Romanzen kannst du wohl singen, aber Musik der Leidenschaften, wie die Bühne sie fordert, die ist dir bisher noch nicht gelungen. Nein, nein, euer Veto macht mich nicht erzittern. Was wisst ihr, Knaben, von meinen Sorgen? Seht hin auf die niedern Possen, an denen unsere Hauptstadt sich ergötzt, die Grimassen ihr Wahrzeichen, die Parodie. Ihr Inhalt, sittenlose Frechheit. Tölpisch, rüde sind ihre Späße. Die Masken zwar sind gefallen, doch fratzen sind ihr das Menschenantlitze. Ihr verachtet dies Treiben. Doch, ihr duldet es, ihr macht euch schuldig durch euer Schweigen. Nicht gegen mich richtet eure Phalanx. Ich diene den ewigen Gesetzen des Theaters. Zum Herzen des Volkes sprechen, die seine Seele widerspiegeln. Wo sind sie? Ich kann sie nicht finden. So sehr ich auch suche, nur blasse Ästhet entwickle mich an, die verspotten das Alte und schaffen nichts Neues. In ihren Dramen stolzieren Papierhelden, zücken die Schwerter und zwingen die Raden, die wir längst schon kennen. In der Oper das Gleiche. Greise Priester und griechische Könige aus grauer Vorzeit, den Propheten schreiten gleich Schemen.
aus den Kulissen. Ich will meine Bühne mit Menschen bevölkern, mit Menschen, die uns gleichen, die unsere Sprache sprechen, ihre Leiden sollen uns rühren und ihre Freude uns tief befähigen. Auf, erhebt euch und schafft die Werke, die ich suche, kraftvoll hier auf meiner Bühne. Ich sie zum stolzen Erfolg. Schärft euren Witz, gebt dem Theater neue Gesetze, neuen Inhalt. Wo nicht, so lasst mich in Frieden mit eurer Kritik. Heute im Zenit meiner ruhmreichen Laufbahn darf ich es wagen, von mir zu sprechen, von mir, dem Entdecker großer Talente, dem weisen Erzieher, dem Inspirator. Voll meinesgleichen, wo wär das Theater? Den Wagemut und schließlich ohne meine hilfreiche Hand ein Vorschuss im richtigen Augenblick kann aus dieser Depression erheben und die entschwundene Tatkraft wieder erwecken. Ein Beispiel für viele, der berühmte Lecke, einst ein lebensmüder Statist, jetzt ein Führer des Palais Royal, ist mein Werk. Gebt euch nicht seinen Weg, gebt euch geschlagen, ihr Schwärmer, ihr Träumer. Achtet die Würde meiner Biene. Meine Ziele sind lauter, unauslöschlich meine Verdienste. Ich streite für die Schönheit. Der Förderer der ärmsten Tour.
überfasst mich, sie bestellt meine Oper. In Schampfen des Brotes war ich bekämpft, vergeblich versucht, euch zu widerleben. Verlasst ihr wie nüt des Denkens die Arbeit. Vielleicht hat er recht.
wir wollen keine Zeit verlieren. Der Arme, ihr Recht, auf die Sänger nimmt Rücksicht, nicht zu laut das Orchester im großen Ballett. Kanone wieder aus, öffnet er wieder den Schrein seiner reichen Erfahrung. Die Szene der Primadonna nicht zu Anfang des Stücks. Verständliche Verse und oft wiederholt, dann hast du die Chance, dass man sie versteht. Lass deine ehrwürdigen Riegel beiseite, neue Wege wollen wir suchen. Macht euch nicht wichtig, in meiner Hand ruht schließlich euer Erfolg. Gleich wie wir wollen die Arbeit redlich teilen, bei dir liegt der Anfang, überleben den Stoff. Wie würde euch Ariadne auf Naxos gefallen? Schon zu oft komponiert. Die bekannte Gelegenheit so sehr viele lange Trauer. Ich würde Daphne weit mehr interessieren. Eine verlockende Farbe, doch äußerst schwierig darzustellen. Daphnes Verwandlung zum ewigen Baum des Gottes Apollo. Das Wunder der Töne kann sie gestalten. Und schöner Stoff, ich bin ganz besonders. Von Wiedernüpfen und Schäfer, Götter, Griechen. Tägliche Dinge. Ihr wart doch selbst gegen die Mythologie. Es fehlte nur noch der Trojaner. Der Konflikte schildert, die auch uns befehlen. Ich wüsste, ein äußerst fesselndes Thema. Schreibt eine Oper, wie ihr sie sich wünscht, schildert Konflikte, die uns bewegen. Schildert euch selbst die Ereignisse des heutigen Tags, was wir alle erlebt. Dichtet und komponiert. Komponiert es als Oper, ein verblüffender Einfall. Das ist nicht zu leugnen. Das wäre ein Thema, das auch uns interessierte. Ein entzückender Vorschlag, wir fallen aus einer überraschenden Situation in die andere. Ein fades Problem, so etwas aufzuführen, wenig Handlung. Zeigt uns, dass ihr etwas Apartes schaffen könnt. Für Musik ist gesorgt. Wir sind die Personen eurer Oper. Wir alle spielen mit in eurem Stück. Wird das nun eine heitere Oper? Ich sehe mich schon als Basmofo. Umher, jedenfalls eine Oper ohne Helden. Wer ist der Liebhaber? Ich glaube, es gibt nur wenige Personen, die es nicht sind. Und wen fällst du von uns zum Tenor? Verrate nicht zu früh die Geheimnisse eurer Werkstatt. Sehr fein pariert, ich gratuliere, Herr Graf. Sie stellen den Rhein einer schwierigen. Bin ich boshaft, ist dein Vorschlag. Der Einfall ist köstlich, was sagst du dazu, La Roche? Da hat wieder einmal ein blindes Huhn ein Ei gelegt. Wieso? Warum nicht? Sie scheinen mir ganz bestürzt, La Roche. Diesen Vorschlag hätte ich allerdings nicht erwartet. Finden Sie ihn schlecht? Nein, nein. Aber bedenken Sie, Frau Gräfin, ich fürchte, das Ganze wird eine einzige große Indiskretion. Es wird von eurem Geschmack abhängen, sie graziös auf die Bühne zu bringen. Eure indiskrete Theaterstücke haben Erfolg.
Ich finde den Einfall ganz ausgezeichnet und werde sogleich das Szenarium entwerfen. Es ist spät geworden, ich muss nach Paris. Auch wir müssen aufbrechen, ihr fahrt doch mit mir. Für unsere Oper besprechen. Vergiss nicht meine Hauptszene in deinem Szenario, wie ich im Theatersaal die Proben leite. Ein Marschall der Bühne, sie kann zum Höhepunkt deines Stückes werden. Und vor allem sorge für gute Abgänge in meiner Rolle. Der wirkungsvolle Anfang, ein entscheidendes Moment für den Erfolg. Der letzte Eindruck von einer Figur. Das war ein schöner Herr und allen einander. Die Italienerin hat einen gesunden Appetit, von der Torte ist nichts mehr übrig. Was wollte der Direktor mit seiner langen Rede? Er sprach sogar Griechisch. Ich habe nichts verstanden. Es handelt sich um Reformen bei den Schaustücken, die er noch vor seinem Tod einführen will. Ich vermute, Sie wollen jetzt auch Domestiken in den Opern auftreten lassen. Die ganze Welt ist närrisch, alles spielt Theater.
Ihre Truppe ist vom König privilegiert. Ich habe sie in Versailles gesehen. Ich auch großartig, sage ich euch. Und nachher das grausige Stück. Coriolan, der die eigene Tochter ersticht. Wir sind die Marionetten lieber. Der alle Kino ist lustiger. Wollen wir am Geburtstag unserer Gräfin nicht auf was Lustiges spielen? So eine Geschichte mit Masken. Ich kenne den Brighella von der italienischen Gruppe. Geht vom Sicher, seid still, der Maître kommt. Macht schnell, ihr fertig, dann richtet alles. Zum Souper, nachher seid ihr frei. Vergnügen, Abend, ein Abend ohne Gäste, ohne Gäste. Nun in die Küche zu sehen, was es gibt, und ein Abend, dass es ohne Gäste, das Souper steht mir bevor, das Souper steht mir vor, und nach. Ich bewege mich selten auf der Erdoberfläche. Was wollen Sie damit sagen? Ich verbringe mein Leben unter der Erde unsichtbar. Für mich sind Sie aber sehr sichtbar. Ich bin der unsichtbare Herrscher einer magischen Welt. Wieso kommen Sie dort aus dem finsteren Saal? Ich war eingeschlafen, Sie haben mich darin vergessen. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind? Ich bin der Souffleur, man nennt mich Monsieur Trou. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Monsieur Trou, und Sie in unserer wirklichen Welt begrüßen zu dürfen. Nur ein Besuch, Herr, ein kurzer Besuch. Machen Sie kein Aufhebens davon. Sie sind ein merkwürdiger Mann und wie mir scheint, von einiger Wichtigkeit. Schon gut, schon gut, Sie haben recht. Erst wenn ich in meinem Kasten sitze, beginnt das Weltenrad der Bühne sich zu drehen. Sie setzen also sozusagen es in Bewegung. Die tiefen Gedanken unserer Dichter,
ich flüstere sie leise vor mich hin und alles beginnt zu leben. Unheimlich schattenhaft spiegelt sich vor mir die Wirklichkeit. Mein eigenes Flüstern schläfert mich ein. Wenn ich schlafe, werde ich zum Ereignis. Die Schauspieler sprechen nicht weiter, das Publikum erwacht. Ha, 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 ha. Gut gesagt, gut gesagt. Nur mein Schlaf rettet mich vor Vergessenheit. Diesmal hat man sie aber doch vergessen. Wie schlecht man mich behandelt. Dies muss heilen sie mit allen Herrschern. Sie ließen mich im Stich und sind davon gefahren. Wie soll ich jetzt nach Paris zurückkommen? Zu Fuß ist es so weit, kommen Sie mit in die Anrichte. Stärken Sie sich ein wenig. Ich werde inzwischen einen Wagen anspannen lassen. Sie sind sehr gütig. Folgen Sie mir. Ist das nun alles ein Traum? Oder bin ich schon wach? Thank you.
Mademoiselle Clairon nach Paris begleitet. Er lässt sich für heute Abend entschuldigen. So wird ich Mittag um 11 Uhr.